Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 219 und den Themen Mythic Plus Gruppensuche, wozu noch Mythic Plus und Game Streaming. Lieber Barlow, vorab erstmal, ich liebe das BMZ-Format und höre es mir regelmäßig auf der Arbeit als Podcast an. Dankeschön. Du hast in den letzten BMZ-Folgen immer mal wieder über Mythic Plus gesprochen. Und ich habe mit einer Freundin zusammen in letzter Zeit immer häufiger oder immer öfter eine Beobachtung gemacht. Sie Arcane Mage, GS 939. Und ich Retri-Protpaler 945, 943 haben öfter ein Problem, auch in Lower Mythic Plus mitgenommen zu werden. Weil viele schon bei Mythic Plus 7, teilweise auch darunter, Leute mit 950er Gear suchen. Wir haben uns zu zweit auf den Weg gemacht in Maw of Souls Mythic. Und uns unseren eigenen Key besorgt. Wenn wir dann nach Leuten suchen, finden wir nur Leute, die gerade so 900er GS haben oder absolut niemanden. Woran könnte das liegen? Im Zweifelsfall der Geduld, ne? Es ist jetzt halt so, je weiter wir in Richtung Ende der Expansion zugehen, desto mehr, ich will nicht sagen explodiert das Equipment, aber desto höher ist halt der Ausrüstungslevel der Leute, weil sie halt genügend Zeit und noch mehr Zeit haben, um sich Equipment zu besorgen. Wer seinen Charakter als Main spielt vor allen Dingen, aber auch viele Twinks mittlerweile, haben man mindestens zwei Legendaries, oft auch zwei gute. Und eine Menge Equipment alleine von Argus und ein bisschen ist ja auch noch craftbar, je nachdem, was man so an gutem Argus-Gear hat. Ich denke da vor allen Dingen an das Trinket von den Alchis, das für einige Klassen noch sehr, sehr ordentlich ist. Eine Menge Gear schwirrt rum. Und damit ist halt auch die Aussagekraft von einem Item-Level immer geringer. Du kannst mittlerweile durchaus Leute haben, den einen hatten wir als Fall neulich explizit erwähnt, mit einem 950er Item-Level, die nicht in der Lage sind, auch nur ansatzweise Damage zu machen. Und dann gibt es halt wiederum andere, die sagen, na, wenn 950er das schon nicht können, dann kann ich doch erst recht keinen 930er mitnehmen. Ungeachtet der Tatsache, dass ein brauchbarer Spieler natürlich selbst mit 900, keine Ahnung, 25, 30 locker in der Lage sein sollte, zumindest sinnvoll durch einen 15er zu kommen. Eine Patentlösung gibt es, glaube ich, nicht. Also suchen und eine Weile warten, weil wenn ihr keine Gruppe findet, heißt es ja auch, dass es Leute mit eurem Gearstand gibt, die keine Gruppen finden. Alternativ, wenn ihr nur 900er Leute findet, heißt es im Umkehrschluss ja auch, dass alle Leute, die besseres Gear haben, in höheren Gruppen unterwegs sein müssen. Es geht also nicht beides, ne? Also beides kann nicht der Zustand sein, auf lange Sicht gesehen oder wenn man lange genug suchen würde. Ich persönlich glaube und hoffe, dass mit WoW und den WoW-Communities, sobald die live gehen, das passiert, was auch bei Diablo passiert ist. Nämlich, dass sich gezielt Communities bilden für eben sowas, wie ihr es gerade sucht. Für Leute, die Mythic Plus spielen wollen, die sich jetzt nicht extrem anstellen wegen eines Item-Levels, die vielleicht auch gerne mal jemandem helfen und die vor allen Dingen so einen kleinen Community-Gedanken dabei haben wollen. Bei Diablo gab es das in allen möglichen Foren, also Formen. Es gab Leute, die freiwillig und ohne da irgendwas für zu erwarten, den einen oder anderen gezogen haben von 0 auf Max-Level. Das ist bei WoW natürlich in der Form nicht möglich. Es gab Gruppen für Rifts bzw. Greater Rift. Und es gab halt alle möglichen Gruppen, in denen sich Leute versammelt haben, sowohl die entweder Leute auf ihrem Spielniveau gesucht haben, um was Hohes zu machen, als auch Leute, die einfach anderen helfen wollten. Ich bin mal sehr gespannt, wie und ob das in der WoW-Community funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es das tun wird, weil es einfach eine Menge hilfsbereite Leute gibt und es im Moment sehr schwer ist, die zu finden. Ne? Die im Gruppe-Suche-Tool zufällig zu finden, ist nicht so ganz leicht, als wären sie in einem Chat-Channel, wo man mal anfragen kann, hey, gibt's nicht jemanden, der mir gerade mal helfen kann? Oder jemanden, der Lust hat, mit einem Twink vielleicht irgendwohin mitzukommen. Also warten wir da mal ab. In die gleiche Richtung geht, thematisch. Warum geht hier überhaupt noch Mythic Plus für die dämliche Kiste? Letztendlich in 2 Monaten ist das alles hinfällig und man hat nichts davon. Ein bisschen provokative Aussage. Ich glaube, da gab es auch in den Kommentaren die ein oder andere Auseinandersetzung zu. Aber es ist natürlich eine
etwas, wo eine Menge Wahrheit drin steckt. Wenn man sich überlegt, dass viele natürlich bestimmte Inhalte nur machen oder hauptsächlich machen, weil sie Motivation haben in Form von dem, was es als Belohnung dafür gibt. Allgemein macht vielen, mich eingeschlossen, grundsätzlich Mythic Plus auch Spaß. Aber gerade wenn man so das hat, oh, man hat einen neuen Charakter und man möchte auf jeden Fall natürlich das Equipment haben aus Mythic Plus, dann ist man ja oft auch bereit, sich so ein bisschen durchzuquälen. Auch das Thema hatten wir ja häufiger schon. Nur damit man in der Woche drauf die Kiste da stehen hat. Und die berechtigte Frage ist dann, warum man das jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch macht, der Belohnung wegen, wenn die einem mehr oder weniger nichts bringt. Ich habe jetzt gerade das Vergnügen gehabt, man könnte auch sagen, das zweifelhafte Vergnügen gehabt, alle Charaktere, die ich hatte, also alle Klassen auf Level 110 zu spielen. Viele davon waren auf Level 100 stehen geblieben in der letzten Expansion und hatten da gerade so ein bisschen Equipment, so Tanaan-Dschungel und so gefarmt. Das meiste davon habe ich dann ausgezogen gegen Erbstücke, weil die ja mittlerweile aufgewertet wurden, dass die bis maximal Level 110 funktionieren. Was bei Level 100 erstmal itemtechnisch ein Downgrade ist, aber halt XP-technisch ein Upgrade, was es wieder wettmacht. Und selbst wenn dem nicht so wäre, die ersten Questbelohnungen, die es gibt, spätestens ab Level 102, waren jetzt im aktuellen Fall, ab Level 101, 102, sind dann schon besser als das Equipment, was man hat. Ich weiß nicht genau, wie es in der neuen Expansion sein wird, mit dem Item-Level-Squish und so weiter und so fort, ob man dann bis Level 113 oder sowas da noch von hat. Aber natürlich ist der Aufwand und die Schwierigkeit, die man jetzt betreibt, wenn man Mythic Plus oder auch Raids oder so macht, nur um sein Equipment zu verbessern, was dann, wenn man den Charakter weiterspielt, beim Leveln in relativ kurzer Zeit ersetzt werden wird, vermutlich zumindest, schon sehr hoch. Also ist insofern eine berechtigte Frage. Aber man darf nicht vergessen, dass es so ein bisschen vielleicht auch noch Spaß macht. Einige fragen mich jetzt im Moment halt zum Beispiel, warum levelst du denn so viele Charaktere gleichzeitig? Und darauf ist die Antwort, weil es halt Spaß macht. Also es ist nicht die größte Freude vor dem Herrn. Also schon, mir macht es grundsätzlich schon eher Spaß, einen Main-Charakter zu spielen. Aber jetzt gerade so gegen Ende einer Expansion weiß ich halt, okay, ich habe sie alle so weit vorbereitet, dass ich mich zum Beispiel für jeden davon als Main-Charakter entscheiden könnte. Also weil es Spaß macht, ist auch immerhin noch eine Möglichkeit. Aber ja, vielleicht sollte man das den Equipment-Aspekt von Mythic Plus jetzt gegen Ende einer Expansion durchaus aus seinem Kopf streichen und sich sagen, okay, das ist nicht mehr notwendig. Klar kann man es machen, aber es ist wirklich nicht notwendig und man sollte sich daher keinen Druck machen, sich eine Mythic Plus Gruppe zu suchen. Das vielleicht auch an die Fragesteller von zuvor. Mich würde einmal interessieren, was du persönlich von dem Client-Dienst Liquid Sky denkst. Ist es für dich eine Alternative zum kontinuierlichen Aufrüsten des Heimrechners oder wird sich dies schon alleine wegen dem Individualisieren der Spiele gerade wie bei WoW nicht durchsetzen können? Hast du die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu testen? So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Getitelt habe ich, glaube ich, Streaming-Dienste beim Gaming oder sowas in der Art. Üblicherweise haben wir alle zum Spielen einen Rechner zu Hause, ob das jetzt ein PC ist, ein Mac ist, ein Notebook, wie auch immer. Aber wir haben normalerweise einen Rechner zu Hause. Und dieser Rechner berechnet das Spiel, was wir installiert haben, in dem Fall halt WoW oder halt auch andere Spiele. Was immer bedeutet, auch wenn im Falle von WoW das noch so ein Sonderfall ist, weil die Informationen, die auf unserem Client berechnet werden, dann zurückgeschickt werden an einen Server und der macht mit den Informationen, macht. Es ist also nicht hundertprozentig alles clientseitig, aber vieles. Und wir haben immer die Notwendigkeit, unseren Client und unseren Rechner up to date zu halten, auf dem neuesten Stand zu halten, damit wir überhaupt in der Lage sind, vernünftig zu spielen. Viele von euch werden das Problem kennen, die World of Warcraft angefangen haben, vor etlichen Jahren zu spielen, immer noch denselben Rechner haben und plötzlich feststellen, dass das gleiche Spiel geht schlechter oder gar nicht mehr auf meinem Rechner, weil im Laufe der Zeit Blizzard immer weiter an der Software geschraubt hat und immer mehr das Spiel und die Grafik verbessert hat, zulasten dessen, dass die Systeme immer besser sein müssen, um es in vernünftiger Qualität darzustellen.
Und allgemein werden das alle Gamer kennen, euer Rhythmus mag da sehr stark variieren, wie oft das passiert, das Upgraden der Hardware. Aber so ganz grober Rhythmus ist neuer PC oder komplett neue Hardware irgendwas zwischen alle 2 und alle 5 Jahre, für die meisten, denke ich mal. Jetzt bestimmt noch welche geben, die sagen, ach, einmal im Jahr und der Nächste kommt und sagt, ich kaufe mir alle 4 Wochen einen neuen Rechner. Wie dem auch sei, also man rüstet regelmäßig auf und das kostet eine Riesenmenge Geld, wenn man sich das mal überlegt, ne? Auf die Lebenszeit eines Gamers gesehen oder eines Spieles auch nur gesehen, sind das sehr, sehr schnell mal mehrere Tausend, wenn nicht mehrere 10.000. Für mich mittlerweile dürften es tatsächlich ohne weiteres mehrere 10.000 Euro sein, die ich für immer wieder neue Computer ausgegeben habe. So. Bei den Game-Streaming-Diensten ist es so, dass das Spiel nicht mehr auf unserem Rechner berechnet wird, sondern wir haben einen internetfähigen Rechner, zu uns kommt ein Videobild, wir senden unsere Eingaben, ne, also alle unsere Tastaturkommandos, Mauseingaben und so weiter und so fort, senden wir übers Internet an einen Dienst, der das Spiel gerade für uns hostet, kann man sagen, komplett. Und deren Rechner übernimmt den ganzen Spaß und schickt uns wiederum ein Videobild zurück. Dafür brauchen wir eine fette Leitung. Ohne jede Frage. Also wir brauchen genauso eine fette Leitung, wie wenn wir in einer hohen Frequenz HD-Videostream uns anschauen wollen und noch ein bisschen mehr. Und das ist auch die große Einschränkung. Das ist noch lange nicht überall vorhanden, aber für manche ist es halt schon vorhanden. Hat den riesengroßen Vorteil für uns, dass wir ziemlich hardwareunabhängig sind. Wir könnten im Prinzip, abgesehen davon, dass es von der Eingabe her unpraktisch ist, aber im Prinzip könnten wir auf einem Tablet oder einem Handy dann einen High-End-Titel spielen. Oder so ein Spiel wie WoW. Also mit High-End-Titel dachte ich jetzt gerade an sowas wie, keine Ahnung was, ein Singleplayer-Game. Und das heißt halt für uns, wir müssen unsere Rechner nicht mehr ständig updaten und so weiter und so fort. Allerdings möchte derjenige, der das Ganze stellt, der diese Hardware stellt, halt auch Geld dafür haben. Und das ist momentan in diversen Abo-Modellen der Fall. Bin noch nicht komplett hinter die Preise gestiegen, wie hoch die sein werden, aber es schien in Richtung gehen, durchaus konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, da könnte ein Großteil des Gamings der Zukunft liegen. Bei so Spielen wie WoW muss man sich halt fragen, reicht mir etwas wie nur den Client dort gehostet zu haben? Oder möchte ich individualisieren können, in Form zum Beispiel von einem DBM-Add-on oder so? Muss ich dafür irgendwie eine spezielle Menge von Speicherplatz für meinen Add-on-Folder mitmieten und so weiter und so fort? Das sind so Kleinigkeiten bei manchen Spielen. Bei anderen Spielen wäre es vielleicht Mods. Wer und wie werden die Mods verwaltet? Aber grundsätzlich ist es halt so, jemand anderes hostet die Spiele und je nachdem, wer das machen würde, hätte das ganz, ganz viele Vorteile für Games und Gamer. Es müssten halt wesentlich weniger Systeme und Kompatibilitäten geprüft werden und notwendig und möglich sein und verbessert werden und so weiter und so fort. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass Spiele deutlich stabiler laufen, grundsätzlich mal, unabhängig davon, dass sie auch grundsätzlich relativ schnell laufen. Der ganze Optimierungsprozess wäre viel, viel leichter, wenn etwas hauptsächlich für einen entsprechenden Streamingdienst entwickelt wird. Und ein Grundgedanke, der ja möglich ist, wäre, dass es bestimmte Games in Zukunft nur noch in dieser Form gibt. Dass bestimmte Games so angeboten werden und man sie einfach so spielen kann, ist eine Sache, aber es könnte ja sein, dass es einen Hersteller gibt, der sagt, hey, das finden wir so gut. Wir bieten das gleich als Komplettpaket an, weil wir auf die Art und Weise auch direkt eine Monetarisierung haben. Also direkt uns überlegen können, was wir da für ein Bezahlmodell mit kombinieren können. Also ich glaube, das ist mega interessant. Ich glaube, es bietet eine Menge Optionen für die Zukunft. Ich glaube aber auch, im Moment dürfte das größte Problem sein, dass die Leitungen für viele, viele Spieler das nicht mitmachen, dass das gut funktioniert. Ich selber konnte es noch nicht testen. Ich glaube auch, meine Leitung ist nicht wirklich gut genug dafür. Ich weiß es, obwohl, naja, ich brauche ja eigentlich nur einen hohen Downstream. Ich habe gerade überlegt, dass man eine symmetrische Leitung braucht, aber eigentlich hat man ja keinen hohen Upstream. Der Upstream ist ja nur die Kommandos. Also ich bin sehr interessiert daran. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und bin sehr gespannt, was da in Zukunft rauskommt. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. In eine kurze Woche einen guten Start. Macht's gut und tschüss, sagt euer Onkel Barlow.